Nach diesem endgültigen Sieg konnte niemand mehr an der Überlegenheit unseres Clans zweifeln. Im Angesicht unserer unbesiegbaren Armeen war ganz Japan gezwungen, die oberste Herrschaft eines einzigen Daimios anzuerkennen. Das Erbe unseres Clans bestätigte das Recht unseres noblen Herrschers, sich legitim zum Seitai-Shogun zu erklären und damit eine Dynastie zu gründen, die über die Zukunft Japans entscheiden und die Unsterblichkeit unserer Ehre garantieren würde. Es gab natürlich ein paar Narren, die den Oberbefehl des neuen Shoguns nicht anerkennen wollten. Doch die Schlachten, in denen wir ihren Widerstand zermalmten, waren nie eine Bedrohung für unser Überleben wie die großen Schlachten der Vergangenheit. Sie dienten allenfalls dazu, die Klingen und Fähigkeiten unserer Samurai-Krieger am Schleifstein des Kampfes scharf zu erhalten. Der gesamte Reichtum Japans floss dem Shogun zu und er nutzte ihn, um mächtige Festungen zu errichten. Die größte davon war die Burg Edo, die schnell zur Narbe des Reiches wurde und von der aus die Macht des Shoguns selbst bis in die entferntesten Provinzen erstrahlte. Frühere Gegner wurden gezwungen, aus allen Ecken Japans herbeizuströmen und sich vor dem Shogun in den Staub zu werfen. Jeder Krieger unterstand jetzt seinem direkten Befehl. Und wenn irgendwer das Shogunat für ein repressives System hielt, war er schlau genug, diesen Gedanken niemals auszusprechen. Alle Aspekte des Lebens wurden vom Willen und der Weisheit des Shoguns bestimmt. Er ermutigte die Samurai, sich ebenso in den alten Künsten des Schreibens und Malens zu üben, wie im Weg des Kriegers. Und der Kaiser war auf diesem Weg von der Last des alltäglichen Regierens befreit. Die Gesellschaftsordnung basierte auf der strikten Durchsetzung der sozialen Hierarchie. Die Bauern wurden notfalls mit Waffengewalt an ihre Pflichten erinnert und schon bald fügten sie sich in ihre Aufgaben. Erzeugen, pflanzen, züchten, schleppen und Steuern zahlen für den Shogun. Japan wurde wieder ein Land rein für Japaner. Und es gab keinen Bedarf oder Platz mehr für den merkwürdigen Aberglauben der Ausländer oder ihre Waffen für Feiglinge. Niemand vermisste sie, als sich der Bambusvorhang wieder senkte. Unter dieser festen Führung wurde Japan nie wieder durch ehrgeizige und gierige Rivalen zerrissen, wie zu Zeiten des Sengoku-Jidai. Vereint blühte die Nation auf und die Nachkommen des Shoguns regierten weiter nach den Traditionen, die ihre Vorväter ihnen über die Jahrhunderte überliefert hatten. Tag ehren wir sein Andenken, sein Mut, sein Geschick und seine kämpferischen Fähigkeiten sind der Stoff von Legenden.